Hallo miteinander. Herzlich willkommen zum Joomla Day Wien. Ich werde heute über progressive Web-Apps sprechen und der Vortrag heißt Zeig mir deine Offline-Seite. Über mich: Ich bin Webentwickler, beschäftige mich seit 2009 mit Joomla, habe mich dann 2012 selbstständig gemacht und leite unter anderem die Joomla User Group in Stuttgart in Deutschland. Oft ist das Problem, dass wir irgendwo sind, das Internet ist langsam, das WLAN funktioniert nicht richtig, Internetverbindung bricht ab, wir sind vielleicht irgendwo auf dem Berg und haben sch eine schlechte Verbindung. Und früher haben wir das dann so gemacht: Wir sind hergegangen, als das Mod zu den Modem-Zeiten, dann haben wir uns irgendwie die Seiten offline gespeichert. Das war dann auch teilweise so, dann haben wir gewartet, bis die Seite so aufblinkt. Also wir haben es heute vom Tabellenlayout gehabt. Und da war es wirklich so, da ist das Bild dann irgendwann mal gekommen. Du hast dann Kasten gesehen und das hat sich dann so langsam aufgebaut. Waren nette Zeiten und da haben wir auch teilweise dann versucht, wenn man irgendwie gewollt hat, dass schneller geht, die Seiten zu speichern, dass man das nächste Mal wieder verfügbar hat. Sowas werden wir jetzt tun, nur irgendwie automatisiert. Und die Lösung, was dafür verwendet ist, ist progressive Web-App. Wer hat damit schon mal was gemacht von euch? Okay. Und progressive Web-App, das ist eine Web-Applikation, die versucht, eine native App abzubilden und die Webseiteninhalte offline verfügbar macht. Man kann diese dann auch sozusagen installieren und mit Funktionen wie Push-Notifications oder Background-Sync anreichern, die dann sozusagen das native Gefühl dir mitgeben. Was kann man damit tun? Es sind so ganz einfache Dinge. Man könnte zum Beispiel, wenn derjenige, der Kunde, die Webseite aufruft und das funktioniert nicht, man könnte die Offline-Seite anzeigen. Also eine Seite, die vielleicht nur die Telefonnummer anzeigt, denn vielleicht geht das Telefon noch, auch wenn keine Datenverbindung da ist. Oder ich speichere einfach die Webseiteninhalte, die beim Aufruf stattfinden, und sind dann gebe ich zuerst aus. Das heißt, ich überlege mir eine Strategie, wie ich die Inhalte ausgeben will. Also zuerst meinetwegen die Inhalte, die im Browser liegen, oder die Inhalte, die dann neu sind. Also man kann sich dafür eine Strategie überlegen. Oder sollte man auch. Und wer macht das Ganze? Der gute Junge oder der Proxy heißt Service Worker oder Art Proxy, müsste man sagen, der die Inhalte kontrolliert. Also der steht zwischen Browser und Server und der Service Worker, der kontrolliert, was damit passieren soll. Ich spiele das an einer schönen Joomla-Seite durch. Also schön ist halt immer so hübsch wie Brutus da ist. Und da machen wir das mal zusammen an kleinen Codebeispielen. Was sind die Voraussetzungen für eine PWA? Sie muss auf jeden Fall SSL verschlüsselt sein oder im Testfall Localhost. Alle anderen Test-Domains lokal funktionieren nicht beim Testen. Und man sollte sich bewusst sein, wenn man eine PWA einsetzt, dass die Browser-Unterstützung sehr unterschiedlich ist. Also ganz vorne ist Google Chrome. Der unterstützt sozusagen
Also das ist der Vorreiter und Firefox, Edge sind so, die kommen, ziehen so ziemlich gleich nach. Edge ist ja jetzt sowieso dann auch bald Google Engine, dann wird der auch nichts mehr im Wege stehen. Und ganz weit hinten ist dann das Safari beziehungsweise das iOS-Betriebssystem, weil das einiges noch verhindert. Wir hoffen mal, dass dann zum nächsten iOS-Update, größerem, dass das dann mit implementiert ist, wie Push-Notifications oder App-Installation. Apple wird sich da noch ein bisschen weigern, wahrscheinlich wegen irgendwelche Unterstützungen bezüglich Apple Store. Jeder Service Worker hat einen sogenannten Lifecycle, also zuerst ist die Registrierung und dann wird er gedownloadet, installiert sich, der muss dann aktiviert werden, also der wartet zuerst, bis er auf die Aktivierung und dann wird er aktiviert. Und das, der Lifecycle, also ohne das Register, läuft immer wieder ab. Also das muss einem klar sein, wenn ich eine Änderung an dem Service Worker mache, wird der Service Worker neu installiert. Wie gehe ich da jetzt vor? Ich habe mein Template und in der index.php kann ich diesen Code als Skript hinzufügen und damit registriere ich die Service Worker JS. Also ich rufe sozusagen, ich habe einen Listener und wenn eben der Browser Service Worker unterstützt, also if Service Worker in Window Navigator, dann wird die Service Worker JS geladen. Sollte der Browser das nicht unterstützen, passiert nichts. Also ich tue keinem weh, mache aber was Gutes, weil ich einfach Inhalte auch cachen kann. Dann in der Service Worker JS selbst gibt es das Fetch Event. Damit kontrolliere ich jeden Request. Und da sehen wir, also wenn ich das in der Konsole ausgebe, da bekomme ich alles Mögliche, wie welche Fonts geladen werden, welche Media Query, also alle Dinge, die über den Browser, über Netzwerk abgerufen werden. Und damit kann ich sozusagen alle Inhalte auch kontrollieren. Und wenn ich jetzt meine erste Offline-Nachricht schreiben möchte, das wäre sozusagen eben der Service Worker JS. Das ist ein kleines Code-Schnipsel. Der über das Fetch-Event genommen wird. Und da ist ganz wichtig, dass i respond with. Und sagt dann, gibt dann zurück, wenn eben ein Fehler, wenn ich nichts zurückbekomme, also ich bin offline, dann habe ich den Fehler und gebe eben die H1 aus, meine Joomla-Seite ist offline und gebe den Header mit. Das können wir mal ganz kurz zeigen, was da passiert. Das ist der Step und ich sage jetzt da mal andere Register, wenn ihr in Google Chrome auf Application auf den Reiter geht, dann sollte hier
verschiedene Service Worker gelistet sein bereits, wenn ihr den Cache nicht frisch gelöscht habt. Da wird ihr Webseiten finden, die bereits auf PWA setzen. Und ich habe da das relativ clean, der Browser. Habt jetzt auch den Service Worker von vorher gelöscht und ich rufe jetzt einfach die Seite mal auf. So, jetzt haben wir gesehen, ganz kurz, da ist was passiert und der Service Worker hat sich sozusagen installiert. Ich habe jetzt eine, sollte jetzt dann eine Offline-Seite haben. Wenn ich hier auf Offline, also das simuliere ich offline. So, und jetzt wäre eben die Nachricht, das, was wir vorher in der Präsentation gesehen haben, im Slide, meine Joomla-Seite ist offline. Ganz simpel und hätte sozusagen meine erste PWA. Kleine PWA. So wird das Ganze in Async Await aussehen. Also jeder, gehen wir nochmal zurück. Jeder Service Worker beruht auf Promises, also Response This und das Fetch Event gibt einen Promise zurück und das basiert darauf. Und wenn ich Async Await einsetze, dann wird es so sein, dass mein Code dann, wenn es mehr wird, auch übersichtlicher wird, da es keine Verschachtelungen mehr gibt. Oder die Verschachtelungen sind nicht mehr so. Aber das ist übersichtlicher, der Code. So, jetzt haben wir das erste schon mal geschafft. Strike. Jetzt will ich aber da ganze Seite ausgeben. Und dazu muss ich ja erstmal meine Seiteninhalten cachen. Das heißt, ich gehe hier, ich benenne einen Cache-Name, das wären in meinem Fall die Static Files, und gebe den Files eine Versionierung. Also der Service Worker, sobald ich die Versionierung ändere, wird sich der Service Worker neu installieren. Wenn ich ein Joomla-Update mache und es würde sich irgendwie JavaScript-Datei ändern, dann würde mein Service Worker immer noch auf den alten Service Worker zurückgreifen und durch die Versionierung kann ich dem Service Worker befehlen, bitte installier dich neu. Dann das Event Wait Until sagt, das wartet mit der Installation des Service Workers, bis der Code dann innerhalb ausgeführt wird. Also innerhalb der Klammern steht. Und hier würde ich jetzt vom Template, also das typische Protostar-Template, die Files in den Cache schreiben, sobald er einmal die Webseite aufruft. Und ja, dann stehen die im Cache. Und so würde das dann aussehen. Wir haben hier, vorher waren wir im, haben wir die Applikation, also hier oben im Service Worker Bereich. Und jetzt sehen wir unten im Cache Storage gibt es den die Files mit dem vom Template. So, jetzt habe ich es im Cache, jetzt muss ich es aber ja wieder rausholen. Und das mache ich dann, dass ich den Cache match, also was sieht alles gleich aus? Also wenn ich die Webseite neu aufrufe, dann prüfe ich, was habe ich denn schon im Cache? Also in dem Fall würde ich meinen Cache zuerst laden und ich mache jetzt da URL-Splits. Warum? Weil das Protostar-Template eine Versionierung der Dateien hinten dran hängt
Und ich trenne das dann, dass ich eben den Cache damit matchen kann. Das wäre eben das Cache Match, also Cache Match Clean URL 0 vom Array. Was will ich nicht cachen? Die htaccess natürlich. Oder die Service Worker JS, was nicht in der htaccess stehen soll. Und wenn ich jetzt eine neue Versionierung habe, passiert es, dass ich den Cache auch säubern muss. Also wenn ich ein neues File habe, das ich reinladen will, oder das hat sich irgendwas geändert im CSS-Code, weil ich Änderungen gemacht habe, muss der Cache gesäubert werden. Das heißt, ich setze die Versionierung im Service Worker hoch. Sobald ich eine Änderung in der Datei Service Worker JS durchführe, wird er neu installiert und ich würde den alten Cache dann wegschmeißen. Das heißt, die Version 1 fliegt weg, Version 2 ist da. Dann brauche ich noch eine Offline-Page. Wir haben ja gesehen, wo ich die Files des Templates hinzugefügt habe. Da füge ich noch eine Offline-HTML-Seite hinzu. Da kann ich dann alles reinwerfen, was ich will. Und das können wir mal kurz anschauen. Da gebe ich eben dann die Offline-Seite zurück. Also das ist jetzt einfach nur mein Git sozusagen. Und da habe ich den Step Adding Offline Page. Da habe ich die einzelnen Steps nachvollzogen. Und so kann ich jetzt demonstrieren. Also ich gehe jetzt auf die Versionierung zurück, wo ich das durchgeführt habe im Code. Und das schauen wir dann im Browser an. Ich mache das offline weg. Und ich mache jetzt einen Hard Reload. Dann müsste mein Service Worker upgedatet sein. Und mache Update. Oh, na, das hätte ich jetzt noch machen müssen. Einfach Reload. Jetzt hat es noch nicht geschluckt. War nochmal andere Gäste. Okay, also jetzt hat es funktioniert. Also beim Debuggen ist es auch immer wichtig, dass man aufpasst, wo man gerade, ob es dann auch geschluckt hat, das Update. Gerade wenn man dann so Versionssprünge macht, dann weiß man nicht vielleicht, was jetzt genau passiert ist und man sollte das auch dann immer in den anderen Browsern auch testen, ob es auch funktioniert, ob da in der Konsole irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Das kann durchaus sein, dass man im Chrome nichts sieht und bei Firefox dann doch. Also dann würde eben die Seite ausgespielt werden. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur irgendwie so eine simple Offline-Seite anschauen, wenn kein Internet da ist, sondern auch irgendwelche echten Webseiten. Und bei jedem Request, wenn ich eine Seite aufrufe, kann ich eben Bilder oder auch dann Text HTML speichern. Und hier würde ich einfach nach den Requests gehen.
Also ich entweder ich sage, speichere mir die Datei mit der URL Joomla-Doc, dann sollst du da was machen. Oder wenn ich die URL irgendwie mit Bilder ist, dann wäre das eben JPEG PNG und würde das alles dann in Cache reinspeichern. Und könnte dann auch selektieren, wenn ich jetzt irgendwas mit Piwik habe, das will ich nicht unbedingt cachen. Heute ist es Matomo. So, und das wären dann auch noch mal Cache von Seiten. Schauen wir es mal kurz an. Genau, also hier sage ich Page Cache Name. Ich mache für den Seiten Cache, also wenn ich die Seite selbst cachen möchte, einen separaten Cache auf, der dann eben nach der Seite benannt ist. Und so könnte ich dann, wenn ich jetzt speichere die verschiedenen Offline-Seiten, sage ich möchte die Joomla-Doc, die Content-Seite so und so ergänzen und jetzt habe ich aber eine Seite noch nicht gespeichert und dann sage ich zeige mir die Offline-Seite an mit dem gewünschten Inhalt und gebe dann alle Seiten aus, die irgendwelchen Mehrwert bringen. Du hast jetzt leider bist du offline und aber wir haben für dich folgende Seiten bereits gespeichert, auf die du Zugriff hast. Und dann kann man die Liste machen zum Beispiel. Wäre ganz guter Mehrwert. Vielleicht findet ja der Kunde da seine Informationen. Jetzt halt ist es so, jedes Hardwaregerät hat auch oder jedes Betriebssystem beschränkten Umgang mit Cache. Und irgendwann wird Chrome sagen, ich schmeiße jetzt irgendwas weg, weil ich nicht mehr von bekomme, meinetwegen von OS X oder von Windows oder der Firefox hat nicht mehr Rechte, dann wird automatisch das passieren, vermutlich. Und wenn wir ein bisschen drauf als Entwickler achten, können wir den Cache auch säubern und sagen, okay, ich habe wirklich bilderlastige Seite, möchte aber nicht mehr als 100 Bilder, das bei dem auf dem mobilen Endgerät sind. Und bei jedem Aufruf gebe ich ihm ein Message Event mit. Also da wird zuerst dieses Message Event in der Template-Datei, das dann eben den Cache säubert und da könnte ich sagen, Anzahl der Items zum Beispiel und würde die dann einfach löschen. In dem Fall sage ich nicht mehr als 30 Webseiten und Images sollen es maximal 50 sein. Könnte mit dem Message Event natürlich auch andere Dinge mitgeben und mit dem Service Worker sprechen. Das wäre dann eben, wo ich ihn registriere. Gebe ich die Message, Post Message, Clean Up Caches und da mache ich das. Jetzt haben wir eine PWA. Und dass die installationsfähig ist, brauche ich noch eine Manifest-JSON-Datei. Die liegt wieder in meinem Root-Verzeichnis, wie die Service Worker-JS-Datei. Da gibt es verschiedene Generatoren und die verlinke ich in meinem Template-Dokument.
über Link Real Manifest. Da kann ich dann auch sagen, wie die PWA dargestellt werden soll, wenn die installiert werden wird, wie ob die, den man den Browserzeile sieht zum Beispiel, oder ob ich die ohne Browserzeile darstellen will, also ob ich die Farbe customize, also Splash Screen. Aber muss dazu sagen, ich kann das definieren, was der Browser damit macht, das ist ihm überlassen. Also man kann Einfluss drauf nehmen, und ob jetzt hier das Logo von das Icon, welcher Größe verwendet wird, das können wir nicht bestimmen und welcher Name auch nicht. Also das wird dir das Betriebssystem vorgeben. Also das passiert dann eben, ob es jetzt der lange Name ist oder der Short Name. Was gibt es denn noch für weitere Features? Das sind die Push-Notifications und Background-Sync. Background-Sync funktioniert nur in Google Chrome. Ist bestimmt ein guter Mehrwert, wenn man damit arbeitet. Und Push-Notifications mit Ausnahme iOS und Safari. Funktioniert das auch im Hintergrund? Also es gibt dann bei den Push-Notifications zwei Stati, die wie den Background-Push, also wenn die App nicht offen ist und wenn ich zum Beispiel die Applikation da habe. Die kann ich verschieden ansprechen. Und eine simple Push-Notification im aktiven Zustand wäre irgendein Button, der dann das Push-Event auslöst. Das wäre natürlich von selbst ausgelöst, also da würde ich keinen Service dafür brauchen. Und das können wir mal, das würde dann so aussehen, dass wir eben nach der Permission fragen. Also wenn die Permission da ist, also der Browser fragt dann, wenn ich auf den Button klicken würde, willst du Push-Notifications erlauben? Dann stimmst du zu, und das wäre eben if Permission gleich granted, dann darfst du das machen. Das können wir mal kurz anschauen. Da habe ich noch mal einen Step. Habe den Button einfach eingebaut, ganz simpel. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, also schalten wir natürlich bei Präsentationen aus. Und das wäre jetzt eigentlich ganz simple Push-Notifications. Und da gibt es bestimmt auch andere Einsatzzwecke, wie wenn ich jetzt den Service Worker update oder wenn ich die Seiten abgedatet hätte, dann könnte ich den User informieren. Das wäre so. Das wollte ich jetzt auch nicht machen. So. Und dann kann ich natürlich auch noch Push-Notifications über Cloud-Dienste versenden. Also, dass ich sage, ich sende irgendeinen JSON zum Cloud-Dienst, der dann auf die verschiedenen Web-Benutzern, die zugestimmt haben oder für sich für ein bestimmtes Thema für Notifications registriert haben, eben dann eine Push-Nachricht auch im Hintergrund bekommen.
Und da ist es halt auch wichtig, hat der den, ist das ein Background-Push oder ein aktiver Push? Es gibt viele Beispiele und es scheint erwiesen zu sein, dass PWAs, also die das Userverhalten verändern, weil anscheinend die Inhalte schneller ausgeliefert werden. Twitter ist eine PWA. Wenn ich die über ganz normal über Add to Home Screen bei iOS oder die Webseite so installiere, hat ein anderes Erscheinungsbild wie die Twitter-App selber, die native. Da kann man dann mal anschauen, wie das da so funktioniert. Und die Installation, ich muss die Seite öfters aufrufen, dass die Abfrage der Installation kommt. Also wer Android-Handy hat, der kann das, wird das dann merken. Funktioniert auch auf Desktop, Windows. Wenn ich die Seite öfters aufrufe, fragt der, ob diese PWA installiert werden soll. Könnt es natürlich auch selber schauen, was so alles installiert habt bereits. Dann, wie kann ich das Ganze auch noch ein bisschen prüfen? Wir können jetzt mal schauen. Hier gibt es auch noch einen Lighthouse-Test. Setze das Häkchen progressive Web ab und mach mal das Audit dafür. Und hier sehen wir, ist fast eine PWA, außer dass es einmal im der Manifest stimmt Theme Color irgendwas nicht, der fehlt. Und HTTPS, klar, weil wir lokal sind. Dann gibt es cooles Training von Google, ist ganz gut beschrieben. Fragen. Alle wunschlos glücklich. Könnte man machen, nur es muss ja immer ein Request für die Speicherung da sein. Das setzt voraus, dass er das Produkt vielleicht schon mal gesehen hat. Also man kann natürlich mit Frameworks, da gibt es bei React und Angular was, wo das dann wahrscheinlich noch lösen würde in der Richtung. Aber ansonsten müsste immer ein Request da sein, also in dem Fall, wie es wir jetzt durchgespielt haben, das, was passiert. Bekommt keiner mit, nein. Ja, aber er kann ja die App installieren und wenn man dann eben das Ganze noch weiter erweitert oder aufbohrt, könnte man auch über asynchrone Sachen dem die Produkte, die Seiten sozusagen offline verfügbar machen. Also das wäre schon möglich. Und der kriegt ja, wenn er Windows hat, würde er gefragt werden, ob er diese App installieren will. So. Okay. Dann bedanke ich mich.